Okay, ihr seid ja die Organisatoren heute hier. Wie findet ihr es denn aus Organisatorensicht, wie es heute abläuft? Also die Teilnehmerzahl von 32 Kindern finde ich wahnsinnig gut. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass wir jugendliche Trainer heranziehen konnten und gewinnen konnten für diese Aktion. Und Frau Wulff von der Stadt Lippstadt war gerade hier und betrachtet diese Aktion auch als gelungen und eine der Highlights dieses Jahr in der Ferienaktion. Wie finden Sie die Atmosphäre hier, Frau Brode? Ich bin mehr als angenehm überrascht, wenn ich mir anschaue, mit was für einer Freude und Begeisterung die Kinder bei der Sache sind. Ich wette, die gehen heute Abend nach Hause, schnappen sich Papa und Mama und sagen, so guck mal, was ich heute gelernt habe. Ich schaffe das aber nicht auf die Knie zu bringen. Also ich bin ganz begeistert davon. Und würden Sie sich vielleicht was wünschen, wenn man das nochmal anbietet, etwas anderes wünschen oder eine Verbesserung? Ich denke, die Form ist optimal. Never change a winning team. Auf jeden Fall. Und manche Dinge sind schwer zu verbessern. Wir werden das sicherlich nochmal machen, wiederholen. In welchem Zeitraum, weiß ich nicht. Muss auch wohl überlegt werden. Auch solche Dinge können Sie schon mal abrufen. Aber die Form für uns, um den Verein mit all seinen vielfältigen Abteilungen zu verbessern, ausgezeichnet. Wunder. Und wir merken es ja an der Begeisterung der Kinder. Und wenn die Kinder glücklich sind, sind auch die Kinder glücklich. Wunderbar, vielen Dank. Wie finden Sie den Tag heute hier? Ich finde es klasse. Mein Sohn kommt zum ersten Mal daran teil. Also nutzt die Chance im Grunde, um die verschiedenen Kampfsportarten kennenzulernen. Um alles mal auszuprobieren. Das Ganze wird sehr professionell vorgeführt und er hat eine Menge Spaß. Dementsprechend gefällt es mir auch. Ja. Was war Ihr Ziel, als Sie Ihren Sohn hier angemeldet haben? Hatten Sie da was Bestimmtes im Kopf, wenn so viel Kampf weniger? Er ist auf mich zugekommen. Er wollte gerne was ausprobieren, wollte verschiedene Stile kennenlernen, hat natürlich da irgendwie geprägt, durch das Ganze im Fernsehen sieht und so weiter. Mhm. Und dementsprechend sehr auf mich zugekommen. Haben wir das kurzfristig anmelden können? Das ist, glaube ich, auch sehr gut. Und die ganze Atmosphäre hier, was sagen können Sie dazu sagen? Die Atmosphäre ist super. Ne? Die Kinder machen alle gut mit, haben Spaß, werden entsprechend mit eingebunden. Die Eltern können die ganze Zeit zusehen, können sich das Ganze anschauen, sich da auch ein Bild machen. Sehr offen, sehr transparent. Also mir gefällt es gut. Wunderbar, vielen Dank. Ja, gerne. Wie fanden Sie den Tag heute für die Kinder? So. Also ich finde es total super zu sehen, wirklich, welche verschiedenen Kampfsportarten es gibt und wie unterschiedlich die eigentlich sind. Und finde es für meinen Sohn, glaube ich, eine total spannende Erfahrung, okay, heute hier sein zu können. Und so die generelle Atmosphäre hier von den Trainern und dem, was den Kindern geboten wird, wie sehen Sie das? Ja, sehr schön. Also die Trainer sind alle sehr aufmerksam, sind super kinderfreundlich, gehen auf die einzelnen Kinder total gut ein und vermitteln ihnen, glaube ich, schon die ersten Basiskompetenzen quasi für diesen Kampfsport. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Und der ist alle 14 Tage normalerweise bei mir, jetzt in den Sommerferien 3 Wochen. Und damit er mal ein paar neue Freunde kennenlernt und auch mal was anderes. Ja, so in Bezug auf Sport. Ja, sich auch ein bisschen zu verteidigen lernen, ist, glaube ich, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um neue Freunde kennenzulernen, aber auch sich zu verteidigen. Das ist ganz schön. Außer dass es sehr, sehr warm ist. Was ich halt gut finde, ist, dass die halt ganz viel ist. Das ist halt nicht nur unter einem Motto. Das ist nicht nur Judo, ist nicht nur Kickboxen, sondern dass alle das machen können und so ist, glaube ich, für jeden halt etwas dabei. Was für ein Restaurant? Genau das. Das ist halt für jeden halt irgendwie was dabei ist. Ne? Und das sind auch sehr viele junge Trainer mit dabei, die das zeigen. Und locker, das ist auch ein bisschen einfacher und das ist halt auch so ganz andere Stücke, sind, ne? Und die Kinder sich selbst auch noch nicht kennen. Vielen Dank. Und jetzt das Ding war. So, wie heißt du denn? Kai. Okay, wie fandest du das heute hier, das ganze Training und das Ferienspaßprogramm? Also ich fand hier das Judo und nochmal das Taekwondo gut. Kickboxen fand ich nicht so gut. Das andere.
am meisten Spaß gemacht heute? Also eigentlich hier ist das normal. Ja, einfach mal. Hast du vielleicht gerne mit anderen Kindern zusammen Sport gemacht? Wo willst du nach den Ferien mal zum Training vielleicht vorbeischauen? Also ich möchte, wenn Taekwondo? Ja. Ja. Beiden fordern würde ich gehen, aber ich habe nach von Fußball. Ich weiß nicht, was ich ab rechts. Vielen Dank, danke für deine Antwort. Wie heißt ihr beide? Okay, wie hat es euch heute gefallen? Gut. Ja? Was fandet ihr am besten? Was hat euch richtig viel Spaß gemacht heute? Das ist in der Ecke. Taekwondo, da hinten in der Ecke. Das hat dir richtig Spaß gemacht. Das ist schön. Und was hat dir Spaß gemacht? Judo. Dir hat Judo am meisten Spaß gemacht? Das ist cool. Und so im Gesamten fandet ihr das richtig gut? Würdet ihr nach den Ferien zum Training gehen irgendwo? Weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Nee? Oh. Müsst ihr mal ausprobieren. Ist bestimmt cool, wenn ihr dann nochmal zum Training geht. Und ansonsten so, was würdet ihr sonst zu dem Tag heute sagen? Also ihr fandet es richtig toll. Ja. Das freut uns. Das ist schön. Vielen Dank. Philipp, du warst ja heute Trainer. Wie fandest du die Veranstaltung heute aus Trainersicht? Es war hochgradig anstrengend. Dadurch, dass wir eine immer wechselnde Gruppe an Kindern hatten, konnten wir natürlich mehr oder weniger das gleiche Programm abspielen. Jedoch mussten wir uns auch auf individuelle Sachen einlassen. Was hat dir heute eigentlich am meisten Spaß gemacht an der Arbeit mit den Kindern und an der ganzen Veranstaltung? Ach, dass sie sich gefreut haben. Man konnte richtig Faxen machen und die Kinder haben sich tierisch drüber gefreut. Die haben alle kleine Erfolge feiern können und das hat man denen richtig angesehen. Die haben richtig gestrahlt. Okay. Das war einfach schön. Also würdest du sagen, die Atmosphäre heute war richtig gut? Ja, die Atmosphäre heute war super genial. Okay, vielen Dank. Du warst ja heute auch Trainerin. Wie fandest du es heute aus Trainersicht? Sehr gut besucht. Ich habe gedacht, es wären wesentlich weniger Kinder da, weil es so warm war. Und die meisten ja mittlerweile einen Pool im Garten haben oder zum Albersee fahren. Was mir aufgefallen ist, das ist aber generell beim Training so, dass die Kinder nichts mehr können. Also dass die keine Koordination mehr haben, ob so ein Purzelbaum ist, ein Rad oder ähnliches. Von daher finde ich das gut, dass man sowas gemacht hat, damit die Kinder vielleicht ein bisschen dran geführt werden und dann daraus eventuell Anmeldungen resultieren und dann auch die Kinder davon was haben. Was hat dir heute an der Arbeit mit den ganzen Kindern am meisten Spaß gemacht? Die Kinder. Die Kinder einfach? Die Kinder, ja. Super. Ja. Und würdest du sagen, die Atmosphäre war gut heute? Absolut, ja. Absolut. War sehr angenehm, es war nicht zu laut. Es gibt immer ein paar Ausreißer, die sich nicht benehmen können oder die ein bisschen was extra machen müssen. Aber generell war es absolut, also total klasse. Okay, super, vielen Dank. Gerne. Thank you.